Musical Magics, das steht für die Aufführung bekannter Szenen aus verschiedenen Musicals. Seit 10 Jahren begeistern die Macher damit ihre Fans auf den Bühnen der Großregion. Am Samstag fand die Premiere der Jubiläumstournee im Wittlicher Atrium statt. Auch diesmal dürften viele der 600 Zuschauer zufrieden gewesen sein. Denn Michael Tinnes und sein Team zeigten mit ihrem Jubiläumsprogramm weltbekannte Klassiker, neue und verborgene Musical-Schätze, begleitet von Moderator Markus Mitschke. Gut, dann sag ich's Ihnen. Wir sind im Lande Oz, der Welt des Musicals Wicked. Und hier gibt es allerlei Magie, Hexen und Zauber. Zu sehen gab es auch Szenen aus Moulin Rouge und Hinterm Horizont. Viele neue Szenenbilder, bekannte, aber immer wieder schöne Arrangements, das habe sie begeistert, sagte etwa eine Zuschauerin aus Klüsserath. Für die Besucher waren die ausgeprägte Liebe zum Detail, das Orchester mit seiner musikalischen Leidenschaft und die tollen Lichteffekte mit Leinwanddarstellungen sehr beeindruckend. Dass sich die Darsteller am Ende nur mit einer Zugabe verabschieden konnten, verstand sich da von selbst. Ja, wir haben die Premiere hinter uns. Es hat super geklappt, meine Damen und Herren, und wir würden uns freuen, Sie bei unseren nächsten Shows auch begrüßen zu dürfen. Das Ensemble ist bis zum 12. Mai 2012 in weiteren 26 Aufführungen zu sehen und zu hören. Am 18. Dezember führt Musical Magics Dracula, das Musical, in einer deutschen Erstaufführung auf. Premiere ist in der Europahalle in Trier. Der Trierische Volksfreund präsentiert beide Veranstaltungsreihen.